Ich stand ziemlich auf dem Mist, hat mich irgendwie rausgemogelt. Er hat sich mehr selbst geschlagen eigentlich. Das war keine gute Partie. Gebe ich offen zu. Bis jetzt noch keine gute Partie dabei gewesen. Leider. Was spielt man hier eigentlich? Sowas und Läufer G7? Ich weiß nicht mehr. Droht hier ein Einschlag? Springer G6 droht hier schon. Holy shit. Muss ich sowas spielen? Wahrscheinlich muss man früher Springer D7 spielen in solchen Stellungen. Springer A5, GA5, Dame H5 könnte er sich überlegen, ist aber wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben. Ja, das ist gar nicht klar, ne, ob das gut ist oder schlecht, wenn ich ehrlich bin, das weiß ich nicht. Ich tausche auf jeden Fall den starken Springer weg. Mein Läufer hat hier ein gutes Feld. Er hat ein schönes Zentrum, das ich aber irgendwie anknabbern können muss mit C5. Ja, jetzt macht er den schon. Dame B6 muss gehen. Die Frage ist, dass ich E6 vielleicht nicht zulasse. C5, E6, CD4, EF7, Turm F7 müsste gehen. Ich probiere es. Wieso habe ich das zugelassen? Nimm, D3 Schach. Geht nicht, ne? Scheiße. Sowas muss ich sehen. Jetzt stehe ich sonst richtig schlecht. Nimm, D3. Geht nicht, ne? Ich darf nicht so lange nachdenken. Das geht einfach nicht. Scheiße. Springer B4 bringt auch nichts. Dann steht er am Rand. Egal. Scheiße, ich muss B5 spielen irgendwie. Die Stellung ist super schlecht. Na, jetzt spielt er auch noch genau, ey. Scheiße. Das geht alles gar nicht, ne? Kerl, lass ich mich überspielen hier, das gibt's doch nicht. Ja, Quatsch. Er hätte schon Springer F6 Schach spielen können. Und dann Dame E5. Ja, das war total gewonnen. Ich dachte mir, ich gebe lieber die Qualität. War natürlich Quatschläufer F8 von ihm. Viel zu schnell gespielt. Jetzt kriege ich Gegenchancen plötzlich. Läufer E3 Schach, Springer E3, Turm D8. Stehe ich nicht mehr ganz so auf dem Mist. Okay, er droht hier auf F7 zu schlagen. Ich kann das nicht verhindern, ne? Ich muss nehmen, ne? Das ist bitter. Den starken Läufer zu geben, ist bitter. Jetzt muss ich die Dame tauschen, oder was? Ja, musste ich. Er muss mit dem Turm nehmen. Springer E5. Es ist nicht ganz so trivial jetzt, glaube ich, weil der Springer kommt nach D4, Turm D7 wird geblockt. Er hat schlechte Bauern. Turm B3, B6. Der Turm hängt erstmal, ne? Muss er ziehen. Turm B3, was überlegt er so lange? Turm. Jetzt fängt er an nachzudenken. Turm E3, Springer C4, Turm C3. Mal den.
Den nehme ich aber, ne? Na, jetzt fängt er an, echt komisch zu spielen. Das ist total unklar inzwischen. Jetzt hole ich mir den auch noch ab hier. Ja, er muss halt so total drauf decken. Ja, noch gewonnen den Schwachsinn. Unglaubliches Glück. Das war so verloren. Ich habe nicht eine gute Partie gespielt bisher, Leute. Nicht eine gute Partie und habe drei gewonnen. Total glücklich. Ja, auch nichts Gutes, ne? Es war. Sie hat nicht gut gespielt. Wer auch immer das war. Sehr viel Sizilianisch, ne? Und ich spiele die ganze Zeit hier meine Gummivariante. Komm, jetzt nimm raus hier. Mensch, wieso nimmt der nicht, wieso nehmen die alle nicht da raus? Bin überrascht. Gegen Russland. Hat einen Bauern stehen lassen. Ja. Und jetzt hat er einfach einen Bauern weniger. Ja, sind alle so ein bisschen nervös hier. Das geht doch nicht, oder? Mein Freund. Läufer F5. Jetzt habe ich den E4, den C5 einfach hergegeben. Gut, der hat man noch einen Bauern mehr. Aber das ist nicht so leicht, der hat das Läuferpaar. Vielleicht sollte ich Läufer F6 spielen hier. Läufer F6 sieht interessant aus. Oder nehmen. Na komm, nehmen wir raus. Komm, gehen wir mal da rein. Läufer D5 einfach, ne? Ja, Läufer C4 zugelassen. Oh Gott, ey. Ey, ich patz hier rum. Vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten. Gut, ich habe immer noch Kompensation, weil. Aber schön ist das nicht, was ich hier spiele. Völlig unnötig, ey.
Ziemliches Gepatze hier, ey. Okay, ich nehme da raus. Die Frage ist, ob er mit dem Läufer nimmt. Dann nimmt er bei H6. Das geht eigentlich nicht. Dame ist angegriffen. Die kann... Die muss weg, ne? Da habe ich ihn genatzt. Richtig genatzt. Das ist ein ziemlicher Scheiß, den wir hier uns zusammenspielen. Einen Springer müsste ich mein Spiel bringen. Blödsinn. Ach, so lächerlich, diese Partie. Die Partie war richtig lächerlich. Jetzt habe ich 3 in Folge gewonnen. Oh, erster Großmeister. Erik Blomqvist aus Schweden. Wie der Name verrät. Ach, mal wieder hier Abtausch. H3 mache ich G6. Bisschen out of the box. C3 hat er gemacht, so früh. Wieso nicht? Was soll denn das Schach, bitte? Na, ich riskier's. Das kann's doch nicht sein, ey. Den Bauern kann er haben. Schenke ich dir. Dame C6, Läufer D7, Dame C5, kurze Rochade. Entwicklungsvorsprung, das ist die Idee. Springer E4, Dame A3, okay, machen wir nicht. Erstmal weg hier. Läufer B5 hätte ich vielleicht machen können. Läufer F4. Läufer B5 verhindert die Rochade. Das ist eine interessante Stellung. Ich habe einen Bauern geopfert, aber dafür Entwicklungsvorsprung. Keine Ahnung. Agaches, grüß dich. Danke für den Sub. Hier mal einen Kuss. Titled Arena heute. Ich habe natürlich hier nichts mit dem Ausgang des Turniers zu tun, groß. Was eigentlich mit E5 und Läufer... Ach, Turm E8, Läufer E5. Komm, das sieht gut aus. Machen wir mal. Aggressiv nach vorne. Hoppy, danke. Für dich auch. Zeitlich, das ist so ein bisschen... Oh, danke für die Dame. GG. Ja, unkonventionell gespielt. Gegner kamen durcheinander, hatten erst... Ey, Chessfis! Ja, sicher! Frederik, mein Lieber. Große Freude. Kuss. Kann man chatten eigentlich? Nee, ne? Wieso spielt er nicht? Aber bis jetzt haben wenig besorgt, ne? Am Anfang haben viele besorgt, jetzt aber nicht. Das ist übrigens eine schlechte Variante für Schwarz. Heißt aber nichts bei mir. Ich weiß, dass sie schlecht ist. Deswegen. Alle kriegen Kuss.
Hier nochmal ein Kuss für alle und für Frederik auch. Gerne auch mal ein Follow hinterlassen bei Frederik, der streamt selber. Chessfis. Heißt der auch so auf Twitch Chessfis? Ja, ne? Da ist er mir reingelaufen, eine Variante. Ich bin mir sicher, dass hier fast alles. Oh, der hier. Ach so, Damentausch. Ja, er muss den decken. Was mit Läufer C4? Ist da nicht die Dame weg? Nee, leider nicht. Leider nicht. Jetzt spiele ich ungenau, ne? Jetzt müsste ich aber nehmen können. Mit der Idee. Mit der Idee. Springer E5, Springer C5. Läufer G2, König G2, bringt nichts. Springer C5 droht die Dame zu fangen übrigens auch, ne? Danke an Mucha84 für den Sub. Kuss. Zeitlich liege ich vorne, komm. Was kann er machen? Springer C5 ist eine fette Drohung hier, ne? Mit Mama gewinnen. Springer D4, Springer C5, Läufer G2, König. Wieso geht das? Ah, wegen Dame C6 oder was? Verstehe ich nicht. Springer dahin, Läufer G2, König G2, Dame C6. Kapiere ich nicht. Und wo ist die Pointe hier? Wenn ich weggehe. Springer E2, Dame E2. Habe ich jetzt nicht verstanden. Damit C4 Schach, ne? Sieht gut aus. Springer E6, Dame C4, Turm C4. Wird viel getauscht. Müsste gewonnen sein für mich. Da hängt ja alles bei ihm. Wieso habe ich so wenig Zeit? Gut, Damentausch kann er kaum vermeiden. Ja gut, aber das ist natürlich ein bisschen Harakiri, oder? Ganzen Turm weniger? Nee! Nein! Wie kann ich denn das einstellen noch? So lächerlich! Mann! Jopatka. Wie viel war? 1,5 Stunden haben wir schon gespielt. Ja, gegen Frederik muss ich natürlich gewinnen, ne? Die Partie, das war natürlich ein bisschen lächerlich.
Oh, kennt er die Theorie? Killerangriff hier. Italienischer Killerangriff, er geht aber zurück. Okay. Nein, das war noch nicht vorbei. Läufer F6 kann er spielen. Läufer B2. Egal. Dahin. Wie spielt man das hier? Habe keine Idee hier. Naja, komm, irgendwas. Ich habe keine Idee. Glaube, ich habe die Dame gewonnen. Nee, er kann auch nur dahin. Wenn er dahin geht, kommt das, aber er kann auch dahin. Dann habe ich aber den. Ich glaube, er hat die Dame eingestellt. Naja, er hat die Dame eingestellt. Ja, ich muss trotzdem jetzt nicht irgendwie panikmäßig schlechte Züge machen. Wieso gehe ich nicht da rein, ey? Das ist super schlecht alles. Den Turm kannst du haben. Total egal. Ja, den hat er noch. Hat er Glück gehabt. Komm einfach rein damit. Es droht matt. Luftloch. Ich bin natürlich mal wieder super langsam unterwegs. Den Springer mal wieder zurückbringen hier. Was hat er gemacht? G5. Nein!
Ach Gottchen, ey, ist ja so lächerlich. Ach Gott! Ohne nachzudenken, wieder die Dame eingestellt. So albern. So albern, echt. Es drohte nix. Aber nein, ich muss nehmen. So ein Schwachsinn, echt. Albern, so schlecht, so unglaublich schlecht. Schlag einfach auf G5. Wenn ich den einfach nicht schlage, passiert überhaupt nichts. Einfach nicht schlagen. So, wie lange noch? 10 Minuten, komm, zwei Partien noch. Sechs. Wenn ich das Superzentrum bekommen kann, Springer F3 und so weiter, dann ist das gut. Das müsste jetzt eigentlich ein guter Franzose sein für mich. Ich bin aber auch nicht wirklich am Rechnen so, ne? Also ich spiele einfach, aber ist alles so ein bisschen. Was passiert auf B4? Läufer A6. BC3, Dame C3. Mann, ich kann schon wieder nicht rechnen. Aber er ist zum Glück noch ein bisschen langsamer unterwegs als ich. Kabeljaukrieger. Springer D4, CD4 ist natürlich gut für mich. Angreifen. G5, er nimmt H6. Das muss gehen. Vom Gefühl her muss das gehen. Ich kann auch auf C6 nehmen und dann auf G5, mache ich aber nicht, mache A6. Er schließt alles, logisch. H7. Was mit Springer C6, Läufer C6, nimm D4, ne, ist das Problem. Ich mache trotzdem H7, ne?
FG5, Springer E5, Dame F4, Dame F6, ne? Na gut, er kann F6 machen, ich nehme Springer F7, Springer C6, Läufer C6, FG5. Ich habe keinen Bock zu rechnen. Das ist die Idee. Er muss F6 machen. Ich nehme Springer F7. Naja, so toll ist das gar nicht für mich. Ach, Dame H6 geht gar nicht. Dame G3, Dame G6 ist eine Idee. Läufer H3 ist eine Idee. Ich muss jetzt eigentlich super stehen hier, ne? Es droht Dame G6, Dame G7 matt. Einziger Zug, so wie ich das sehe. Das muss gut sein. E6 hängt. Auf B4. Er tauscht die Damen. Jetzt kann er nicht nehmen wegen der Gabel. Und er hat keine Zeit mehr. Der Damentausch war Quatsch. Er musste B4 probieren. Der hängt, dann kommt der. So. Turm G5, Springer D5, Turm. Ich will eigentlich Turm G5, Turm G8 machen, ne? Schneller mal. Blödsinn. Ich habe auch noch so viel mehr Zeit, ne? Ich habe so viel mehr Zeit. Ich hätte dann einfach über die Zeit flaggen können, auch. Schlecht. Schlecht. Ich behalte nicht die Nerven, ne? Bin viel zu nervös. Total gewonnen gewesen, die Partie. Na egal. Mach. Na komm, von mir aus. Jetzt spielen wir Bullet. Ich bin ja gar nicht viel schneller als er. Ich dachte, ich hätte schon einen Zeitvorteil ohne Ende. Ja, Riesenpartie zum Abschluss noch.